Domian, Banker, packt aus. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaktion auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die liebe Community auf YouTube. Und zwar gucken wir uns jetzt ein neues Video an. Mal wieder von Domian. Und zwar heißt das Video Domian. Banker packt aus. Da bin ich jetzt gespannt, was hier passiert. Bei Domian weiß man nie, in was für eine Richtung das geht. Wir haben schon einige Videos geguckt, die ich jetzt auch im Nachhinein nicht auf YouTube hochgeladen habe, weil die zu... ja, weird waren, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. Deswegen, ich bin gespannt. Ich hoffe, das ist ein cooles Video, was ich auch bei YouTube hochladen kann. Ich liebe euch. Wir gehen rein in den Peter. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentärchen, abonniert den Kanal und los. Markus 53. Hallo. Thema, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Oh shit. Grüß dich, so, das ist schon besser. Das klingt sehr klar. Hoffe ich, hört sich klarer an. Ja, das ist sehr klar. Also, um den Bogen zu meiner Vorrednerin zu kriegen, ich habe mich nicht mit der Situation abgefunden, warum ich mich nicht mehr in den Spiegel schauen konnte. Ich habe vor 2 Jahren festgestellt, dass ich 25 Jahre lang einen Beruf ausgeübt habe, wo ich die Menschen einfach betrügen musste. Ich sag's mal ganz brutal. Was für ein Beruf war es? Da gibt's viele, glaube ich, die das haben. Ich war Banker. Eieieiei. Banker, Versicherungsvertreter, Pharmaindustrie, Digga. Es gibt so viele Jobs, wo... Das ist mir gar nicht so richtig bewusst, weil ich nie so richtig einen Job ausgeübt habe für langfristig, immer nur so kleine Jobs, und die hatten immer auch was mit dem zu tun, was ich auch gerne machen würde. Aber es gibt so viele Leute, die Dinge tun, die eigentlich ethisch, moralisch, herzenstechnisch, seelentechnisch gegen das sprechen, von was die überzeugt sind. So. Und das ist eine Sache, das würde ich halt, da würde ich jedem Menschen von abraten, das zu tun. Weil das macht dich kaputt. Das macht deine Seele düster. Also du wirst nicht mehr die Verbindung fühlen. Und ich möchte mit diesem Anruf zeigen, dass nicht die großen Investmentbanker und die Millionenkredite die das Problem sind, sondern das fängt an der Basis an. Mhm. Das heißt, im direkten Kundengespräch mit den ganz normalen Kunden wie du und ich. Ja. So, ein kleines Beispiel. Es kommt jemand und möchte vermögenswirksame Leistungen anlegen auf einen Bausparvertrag. Mhm. Reicht ein 10.000er, das kostet 100 Euro Gebühr. Mhm. Wir wurden von unserer Vertriebsleitung gedrillt, aus dem 10.000er ein 100.000er zu machen, kostet dann nur 1.000 Euro Gebühr. Mhm. Das sind 900 Euro, die dieser gute Mensch einfach zu viel bezahlt. Mhm. Ein größeres Beispiel. Krass, Digga. Ich fände Konten. Ey, bann den weg. Kevin, Deus. I don't know, Yasuke, Bruder. Seide muss gebannt werden, das sage ich dir so, wie es ist, Alter. Dich fühle ich gar nicht. Bruder, ihr habt mein Leben gefickt schon öfter. Du fändest Konten von wem aus? Vom Finanzamt? The fuck out of here, bro. Ich hatte ein... Ich liebe dich trotzdem, bro. Mua. Industrieunternehmer, der stellte Grußkarten her, einen großen Kredit mit ihm gemacht, 10 Millionen, investierten in ein eigenes Haus und in viele Maschinen für seine Fabrik. Mhm. Der gute Mensch hat dann auch diesen Kredit abgesichert mit einer Lebensversicherung, Risikolebensversicherung, und 3 Wochen, nachdem der Kredit ausbezahlt war, fuhr dieser Mensch mit dem Auto gegen den Baum, war tot. Mhm. Die Versicherung zahlte natürlich die Summe, ja. Mhm. Aber jetzt kommt das Thema, wenn du so einen 10-Millionen-Kredit vorzeitig zurückzahlst, wollen die Banken immer sogenannte Vorfälligkeitsentschädigungen. Mhm. Ich ging zur Witwe hin, die war natürlich in der Situation völlig aufgelöst, Mann gestorben, aus allen Wolken gerissen. Und ich nahm das Schreiben von meiner Kreditabteilung mit, Vorfälligkeitsentschädigung 1 Million Euro. Das heißt im Klartext... Sie musste 1 Million Euro zahlen. Zahlen, so ist es. Sie bekam nichts, sie zahlte die 1 Million. Genau. Für nichts und wieder nichts, dass sie diese 10 Millionen zurückzahlen durfte. Bro, das ist wild. Das heißt, sie musste 11 Millionen zurückzahlen und war dann pari. Aber das verstehe ich nicht recht. Es gab doch eine Lebensversicherung. Was hat denn Lebensversicherung bezahlt? Aber, die Bank rechnet ja, dass sie, weil wir den Kredit festgeschrieben haben, 10 Jahre lang den Kredit draußen hat. Und wenn du nach einem Jahr
bereits diesen Kredit zurückzahlst, dann sagt die Bank, uns ist Zinsen, sind Zinsen entgangen und. Wir nehmen diese sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, das übrigens ein Riesenthema bis zum Bundesgerichtshof ist, nehmen wir, wenn wir zulassen, dass wir diesen Kredit vorzeitig zurückzahlen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diese. Du nimmst Kredit auf, willst ihn früher zurückzahlen, weil der Typ gestorben ist, Lebensversicherung ausgezahlt wurde, wird der Kredit quasi frühzeitig zurückgezahlt und dann muss da diese Entschädigung bezahlt werden. Das ist eine Million. Und dann ist er zur Witwe gegangen, quasi direkt nachdem der Mann gestorben ist, und gesagt, hier, du musst jetzt abdrücken. Witwe diese 1 Million Euro verkauft, in Anführungszeichen, kommt dann mit diesem Schreiben wieder zurück in meine Kreditabteilung und mir sagt der Leiter der Kreditabteilung, juhu, jeden Tag läuft ein Blöder irgendwo durch die Gegend, die, wenn sich ein bisschen ausgekannt hätte und ein bisschen auf die Hinterfüße gestellt hätte, hätte sie anstatt der Million nur 300.000 zahlen müssen. Mhm. Krass, Digga. Stimmt das? Dann sage ich, ja, weil die Rechtslage einfach so ist. Mhm. Dann sage ich, wie kommst du dazu, mich dann mit 1 Million dahin zu schicken? Dann sagt er, schau her, du hast es ja geschafft, ich hatte ja recht und ich wusste ja, dass ich die Frau in dieser Situation so ausnutzen kann. Digga. Diese Frau sich nur, fällt mir gerade so ein, dass die sich da nicht einen Fachmann geholt hat, um das mit dir euch auszuhandeln. Jetzt sind wir beim Thema. Das wird aber auch nicht empfohlen, weißt du? Die Bank macht sowas einmal in der Woche. Mhm. Für einen normalen, Anführungszeichen, Kunden passiert sowas einmal im Leben. Wenn überhaupt. Genau. Mhm. Und die glauben immer noch, das, was der Banker sagt, ist in Ordnung. Mhm. Mhm. Das ist das Problem. Ethik, Moral, Digga, diese Menschlichkeit so. Weißt du, mein Opa zum Beispiel, einer der besten Menschen, so, die ich kenne oder die ich je, weißt du, in meinem Leben getroffen habe. Was heißt getroffen? Das ist mein Opa halt, weißt du, der ist so lieb, der ist so nett, immer am Beten, wünscht mir immer das Beste und so. Und der war auch Versicherungskaufmann, so, ne? Und der hat sich immer dagegen gesträubt, dem seine Vorgesetzte, der hat eine eigene Filiale irgendwann gehabt und trotzdem gibt es da eine Zentrale und so und die haben dem immer Druck gemacht wegen Zahlen und so. Mein Opa hat nie Menschen Versicherungen angedreht, die nicht brauchen. Aber das machen auch sehr viele Versicherungsvertreter, gerade bei älteren Leuten und bei Leuten, die nicht so viel Ahnung haben. Die werden dann, die bekommen dann Sachen angedreht, die eigentlich gar nicht brauchen. Die reden das dann schön so. Weißt du, wie ich meine? Und das liegt nur daran, dass mein Opa halt Ethik hat, Moral, Werte hat so. Weißt du? Und umso weniger wir das in der Gesellschaft vorhanden haben, umso mehr werden solche Sachen passieren. Weißt du, wenn wir alle mal wieder zurück dahin kommen würden und sagen würden, ey, wir sind eine Familie hier auf der Erde, wir müssen uns gegenseitig umeinander kümmern und dürfen uns nicht nur wegen Geld, Macht oder anderen Dingen ausnutzen, sondern sollten eigentlich immer eine gute Intention haben, dann würde sich auch das verändern, Digga. Aber das ist halt leider nicht mehr der Fall. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir halt keinen richtigen Glauben mehr haben. Zu viele Atheisten, zu viele Leute haben keinen richtigen Glauben mehr. Zu viele Leute denken, dass das Leben nach dem Tod vorbei ist. Diese ganzen Sachen so. Das sorgt dafür, dass keine Ethik und keine Moral mehr vorhanden ist in der Gesellschaft. Und, ja, das stimmt. Verstehst du? Mhm. Dieses blinde Vertrauen. Mhm. Das stimmt, und das ist dann die Hausbank und da denkt man, die... Die haben jahrelang mit mir gut... Das ist letztendlich auch Politikversagen. Wieso dürfen sie das überhaupt? Weil die Regierenden genauso sind, möglicherweise, Fragezeichen. Ja, das kann man so sagen, aber meiner Meinung nach, wie gesagt, wenn wir in der Gesellschaft, innerhalb der Gesellschaft, unabhängig von Politik, weil die sind sowieso Teufelsanbeter, meiner Meinung nach, Großteil von denen, innerhalb der Gesellschaft, unter den normalen Menschen wieder einen richtigen Glauben haben, beziehungsweise wieder gefestigt sind mit Werten, mit Ethik, mit Moral, dann können die Politiker machen, was die wollen, weil wir interagieren ja meistens nur mit anderen Mitmenschen. So. Und wenn wir uns gegenseitig so behandeln würden, wie es sich gehört, dann würde sowas nicht funktionieren. Sagen, genau. Die werden mich schon nicht bescheißen. Ja. Und ich, mein Appell ist einfach das, an diese... Noch eine Frage, bevor du zum Appell kommst. Diese Witwe, die dann diese 1 Million Euro zahlen musste, weißt du, welche Konsequenzen das für sie und ihr Leben hatte, dass sie das ganze Geld zahlen musste? Ja, also die Lebensversicherung war auf 11,5 Millionen. Sie hat dann anstatt 1,5 Millionen, sage ich mal 1,3 Millionen Guthaben, hatte sie nur noch 500.000. Also sie hat sprichwörtlich greifend 700.000 Euro der Bank geschenkt. Ich verstehe.
Das ist immer noch viel Geld, aber trotzdem, so wenn du so überlegst, in so einer Situation wird so eine Frau ausgenutzt, das ist so heftig. Und mein Appell ist einfach der und... Leon mit Domian im Talk, das wäre doch mal was, das wäre legendär. Hier ging es dann da so, das waren jetzt ein Beispiel, ich könnte dir noch 10, 15 andere Beispiele nennen, dass ich irgendwann nicht... Das hat schon Lovelock-Vibes, oder? Mehr mit reinem Gewissen oder gutem Gewissen dem Kunden gegenüber treten konnte. Das ehrt dich sehr, Markus. Vor allen Dingen, wenn man 25 Jahre in einem Job ist und du hattest dich wahrscheinlich schon da hochgearbeitet und hattest da deine Position. Kannst du dich erinnern? Das, der hat Werte im Herzen, weißt du, wie ich meine? Der hat diese Verbindung. Der sagt, ey, unmenschliche Dinge tun mir nicht gut. Aber es gibt Leute, die das einfach, wenn du umso öfter du das machst, umso weniger fühlst du das noch. War das jetzt dieser Fall, den du gerade beschrieben hast? Oder welcher Fall hat den Schalter bei dir umgelegt, wo du dachtest, ich kann es nicht mehr? Das war ein Fall, da hat sich ein Mitarbeiter in der Kreditabteilung in seinem Privatvermögen ein Haus ersteigert, das eigentlich gar nicht zwangsversteigert hätte werden müssen. Der hat von der Bankseite die Zwangsversteigerung vorangetrieben, konnte aus irgendwelchen Gründen, Krankheit, Unfall, nicht regelmäßig bedient werden, das Darlehen. Und es wären Lösungen da gewesen. Mhm. Es lagen Lösungen auf dem Tisch, aber er hat es bewusst abgeblockt und hat sich selber dann in der Zwangsversteigerung das Haus unter den Nagel gerissen. Bro. Für ca. 30% des realen Marktwertes. 30% des realen Marktwertes, Digi. Das hätte nicht mal zwangsversteigert werden müssen, weil es Lösungen gab. Der hat die bewusst ignoriert und dann das Haus selber... Das Krasse dabei ist, wir wissen jetzt nicht mal, welcher Familie oder wem das Haus gehört hat und wie die darunter leiden mussten, so weißt du? Das hast du mitbekommen oder ihr habt das mitbekommen? Genau, ich habe das mitbekommen und habe das auch dem Kunden dann gesagt. Weil das war ja eigentlich nicht rechtens auch. Doch. Er hat sich nicht schuldig gemacht, dieser... Nee, er hat sich im juristischen Sinn halt... Ja, das ist immer alles schön so... In der Grauzone unterwegs. Nicht schuldig gemacht. Du hast es den Eigentümern gesagt? Ja, klar. Und? Dann wurde ich von meiner Bank gekündigt. Wurde ich gut zur Brust genommen. Das kann ich mir vorstellen. Aber hallo. Fliegt man doch für sowas, oder? Ja, es gab eine Abmahnung. Ich bin aber dann selber gegangen, weil es mich körperlich fertig gemacht hat. Ich hatte dann wirklich Burnout. Bewusster Bruder. Ich hatte körperliche Schwierigkeiten, ständig Entzündungen in irgendwelchen Verletzungen und. Das war jetzt vor 2 Jahren und ich habe anfangs gesagt, ich habe mich nicht abgefunden mit der Situation. Lass mich nochmal eine Frage stellen. Es gab dann eine Abmahnung. Das heißt, du wurdest zur Rechenschaft gezogen, dass du mit dem Hausbesitzer gesprochen hast. Genau. Was ist das für eine Situation? Du sitzt dann vor deinem Chef, deinem Vorgesetzten oder vielleicht mehreren Vorgesetzten und du... Und der macht dich dann zur Sau, so, weil du das Richtige gemacht hast. So. Du argumentierst moralisch. Wie begegnet man dir? Was hat man dir erwidert? Genau das waren meine Worte. Ich sagte, ich habe mich moralisch dem Kunden verpflichtet gefühlt, ihm die Wahrheit zu sagen. Ja, und was sagt der Chef? Scheiß auf deine Moral, Junge, hier wird Geld gemacht. Antwort. Geht es hier um Moral oder den Verdienst der Bank? Ich verstehe. Geld über Gott. Ja, ich verstehe. Ganz einfach. und das waren dann so Sachen, die haben mir zwar dann eine Abmahnung ausgesprochen, ich bin dann... Die haben mir da zwar eine Abmahnung ausgesprochen, aber ich bin dann... ...dasselbe gegangen und habe jetzt mit einem... Freund von einer anderen Bank, der hat Gleiches erlebt, weil das ist egal, ob du in der roten, blauen, gelben, grünen... Was ist das, Schwäbisch oder was, Digga? ...sonstigen Bank bist. Ja, das glaube ich. Das ist genau das Gleiche. Ja. Wir haben jetzt eine Firma gegründet, die genau Leuten in diesen Situationen helfen. Geiler Typ, Alter. Aber dennoch habt ihr eine Firma gegründet und ihr wollt ja auch leben und verdienen. Ja, wir vermitteln nichts, wir beraten nicht, wir nehmen Honorarberatung. Aha. Wir verlangen in der Stunde ein gewisses Honorar. Großes Thema jetzt zum Beispiel, in den letzten 4, 5 Jahren wurden den Kunden im Anlagegeschäft Zertifikate aufs Auge gedrückt, wo einem schwindlig wird, wo jeder von vornherein wusste, dieses Zertifikat hat nur einen Zweck,
das Geld vom Kunden zur Bank zu bringen. Mhm. Und das haben seriöse Banken angeboten, ne? Ja. Ja. Und da seid ihr dann warnend und sagt, nein, das sollte ihr immer die Finger von lassen. Wir zum Beispiel wissen, welche Rechtsanwälte hier Spezialisten sind, welche Urteile es gibt. Wir wissen, wo man sich hinwenden kann, an welche Verbraucher. Interesting. Also ich finde es interessant, Digga, sag ich dir ehrlich. Schutzzentralen und. Das heißt, du hast jetzt mit dem Beruf ein reines Gewissen. Jetzt kann ich mich wieder in den Spiegel schauen. Wie kommt es, dass du doch dann relativ lange gebraucht hast, um das System zu durchschauen, in dem du damals warst? Und das ist genau mein Problem. Man hat halt immer gesagt, ich muss dieses Spiel mitspielen, weil ja mein... Wenn ich erfolgreich sein will und Geld verdienen möchte, ich kenne das, Digga, ich kenne das. Man ist als Mensch in so einem Zwiespalt drin, oft. Gerade wenn du danach strebst, wirklich in Anführungszeichen glücklich zu sein oder das Richtige zu tun, weißt du? Dann wirst du immer in einem Zwiespalt sein, weil wir leben halt in einer Welt, wo das Teuflische relativ groß ist und... Geld, Macht und diese ganzen Sachen dominieren quasi und wir das Gefühl haben, wir müssen da mitspielen, sonst sind wir verloren und dann bist du immer wieder in so einem Zwiespalt drin. Soll ich jetzt das machen, was mir Geld bringt oder soll ich das machen, was mein Herz mir sagt, was sich gut anfühlt so, weißt du? Und ich habe auch schon sehr viele Sachen geopfert dafür, einfach das zu tun, was mein Herz mir gesagt hat und was sich gut anfühlt. Und nicht das, was mir Geld bringt und mir vielleicht mehr Erfolg bringt, so, weißt du? Weil ich glaube, langfristig gesehen ist das, was einen wirklich erfüllt und vor allen Dingen, was auch sogar bleibt bis nach dem Tod, so, weißt du? Ich glaube, Menschen werden sich immer an Menschen erinnern, die wirklich herzliche Menschen waren und versucht haben, was auf der Erde Positives zu bewegen. Mehr werden Menschen sich an so Menschen erinnern, als an Menschen, die einfach viel Geld gemacht haben und dabei auch über Leichen gesprungen sind und so, weißt du, wie ich meine? Ja. Existenz auf dem Spiel steht, oder das meine Existenzgrundlage war und ich nicht den Mut hatte, mir Alternativen zu suchen, nicht in diesem Karussell mitzufahren. Nun gehört da ja auch eine gehörige Portion Mut zu. Eier, wir brauchen Eier. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Sie wissen, was das heißt. So, verstehst du, wie ich meine? Das ganze alte Leben, die Karriere hinzuschmeißen, sich neu zu sortieren und dann auch einen beruflichen Neuanfang zu machen, das kann ja auch in die Hose gehen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich war körperlich vor 2 Jahren, also es war genau im April 2013, so fertig, ich konnte da nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich hätte es körperlich nicht mehr geschafft. Hast du Familie? Ja, ja. Was sagt, 3 Kinder, die was, Tochter ist 24, der Sohn ist 22, schon aus dem Haus. Ja, was haben die gesagt oder deine Frau gesagt? Meine Frau hat mich sehr unterstützt, hat gesagt, also ich kenne dich jetzt 30 Jahre, ich bin mit meiner Frau 30 Jahre glücklich verheiratet. Sie hat mich extrem gut unterstützt und ohne sie wäre es nie gegangen. Sehr gut, das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Mensch Markus, das ist aber ein sehr gutes Beispiel und ich glaube, da hast du vielen Leuten aus der Seele gesprochen. Einmal die selbst in dem Bankgewerbe tätig sind und natürlich wir Kunden, die wir alle mittlerweile so kritisch sind und skeptisch. Ja. Ich glaube denen kein Wort, ehrlich gesagt. Das ist meine Botschaft. Das ist meine Botschaft. Ja. Glaubt den Bankern nichts. Das Erste, was die denken, wenn du in die Zweigstelle gehst. Das ist wild, Bruder. Domian scheint hier ein richtiger Schwurbler zu sein bei dem Thema. Ne? Da ist er auch auf seiner Seite, aber wenn einer anruft und sagt, hier, Politik, Medien, die lügen alle, dann ist das ein mieser rechter Verschwörungsmystiker und muss gecancelt werden. Weißt du, wie ich meine, das ist so krass, Digga. Also die denken echt, dass man Bankern nicht vertrauen kann, aber Politikern schon. Das ist schon wild, finde ich, ja. Sag ich dir ehrlich. Das ist schon wild. Das ist ein wildes Statement. Wie kriege ich sein Geld? Ja. Und da müssen wir uns gegenwehren. Die sind nicht an der Vermehrung unseres Geldes interessiert, sondern die wollen unser Geld. So ist es. Ja. Markus, danke für den... Genauso ist es halt auch mit vielen anderen Sachen. Ne? Die Pharmaindustrie ist auch nicht an unserer Gesundheit interessiert, sondern die wollen, dass wir krank sind, damit die uns Tabletten verscherbeln können. So. Weißt du? Für diesen Aspekt zu dem Thema. Vielen, vielen Dank und viel Glück für deine weitere Tätigkeit. Danke, ciao. Ciao. Tschüss. Trotzdem sehr sympathisch, informativ auch, was man hier gesehen hat. So, ne? Über das Bankwesen mal ein bisschen was gelernt hier. Ich küsse eure Zirbeldrüsen, schreibt mir eure Gedanken dazu natürlich gerne unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out.